Am 1. März diesen Jahres tritt das neue deutsche Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Ich möchte Ihnen heute einige Neuerungen und Grundzüge dieses Gesetzes vorstellen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ergänzt und erweitert bestehende gesetzliche Regelungen zur Einwanderung nach Deutschland. Es schafft insbesondere die Grundlage für eine geregelte und nachhaltige Zuwanderung von Fachkräften. Es gilt für alle fachlichen Bereiche. Besonders gesucht werden jedoch Facharbeiter in den sogenannten MINT-Berufen. Das sind Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Aber auch im Handwerk gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Dieses neue Gesetz gilt weltweit. Das heißt, es ist nicht auf einen bestimmten regionalen Raum oder eine Ländergruppe beschränkt. Es richtet sich an sogenannte Fachkräfte. Das sind Personen, die über eine Hochschulausbildung oder eine sogenannte qualifizierte Berufsausbildung verfügen. Eine qualifizierte Berufsausbildung liegt dann vor, wenn der entsprechende Referenzberuf in Deutschland eine mindestens zweijährige berufliche Ausbildung erfordert. Wer also über einen Hochschulabschluss oder eine solche Berufsausbildung verfügt und zudem über eine verbindliche Arbeitsplatzzusage eines Arbeitgebers in Deutschland, kann bei der deutschen Botschaft ein Visum zur Arbeitsaufnahme in Deutschland beantragen. Also erst Anerkennung, dann Visum. Das heißt auch, für die Arbeitsaufnahme in Deutschland wird auch künftig ein Visum erforderlich bleiben. Adressat des Antrags ist die zuständige deutsche Botschaft, für Bosnien und Herzegowina also die deutsche Botschaft in Sarajevo. Leute, die nicht unter das Fachkräfteeinwanderungsgesetz fallen, können auch künftig ihr Visum nach der Westbalkanregelung beantragen. Diese gilt zunächst weiter fort, nach derzeitigem Stand bis Ende 2020. Darüber hinaus wird eine Entscheidung in diesem Jahr von der Bundesregierung gefällt werden. Mit diesem Überblick kann ich Ihnen selbstverständlich nicht alle Details des neuen Gesetzes erläutern. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Botschaft auf ihrer Homepage sehr umfangreiche Informationen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingestellt hat. Ich kann Ihnen also nur raten, sich dort kundig zu machen und falls Sie auch dort die Antwort auf Ihre Fragen nicht finden, sich per Mail oder telefonisch an die Visastelle der Botschaft zu wenden. Abschließend noch eins. Die Bundesregierung ist sich ihrer Verantwortung einer ethisch verantwortlichen und nachhaltigen Zuwanderung bewusst und setzt die einschlägigen Prinzipien hierfür um. Das heißt, dass wir insbesondere auch dazu beitragen, im Gastland die Voraussetzungen für einen Verbleib junger Menschen und für deren Perspektive im Heimatland Sorge zu tragen. Unter anderem im Rahmen unserer entwicklungspolitischen Zusammenarbeit hier in Bosnien und Herzegowina engagiert sich die Bundesrepublik vor allen Dingen im Bereich des Aufbaus der Kapazitäten in der öffentlichen Verwaltung, der Privatwirtschaft inklusive der Berufsausbildung sowie im Bereich Energie. Besonders am Herzen liegt mir der Bereich der Berufsausbildung, denn hier hat Deutschland besonders viel Expertise. Im Rahmen unserer Projekte versuchen wir also, hier Strukturen aufzubauen, über die junge Menschen in Bosnien und Herzegowina eine Ausbildung bekommen können, mit der sie sich für den lokalen Arbeitsmarkt qualifizieren und dann auch hier Perspektiven haben können.